Letztlich rief ein Kunde an und fragte, was passiert, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin und gar keine Arbeit habe, kann ich einen Insolvenzantrag stellen? Selbstverständlich. Sie sind nur verpflichtet, sich um Arbeit zu bemühen. Ja? Aber es ist nicht Bedingung, dass Sie schon einen Arbeitsplatz haben. Das kann ja heutzutage auch nicht jeder wirklich garantieren, einen Platz zu bekommen. Viele Kunden rufen beispielsweise an und möchten wissen, ob sie mehr als 990 Euro verdienen dürfen oder ob dann alles gefändet wird. Natürlich, sie dürfen auch mehr als 3.000 Euro verdienen, wenn sie möchten. Ja, sie sollen ja das bekommen, was sie auch verdient haben. Je nach Familienstand und Unterhaltsverpflichtung entscheidet sich dann, wie viel Geld abgenommen wird. Aber manchmal ist es also auch nur ein kleiner Betrag, der an den Insolvenzverwalter geht. Es haben viele Leute angerufen, weil sie schon kein Girokonto haben. Und jetzt fragen sie nach, wie das mit dem Pfändungsschutzkonto läuft. Per 1.7.2010 wird das Pfändungsschutzkonto in Deutschland eingeführt. Bislang hatten sie immer waren der Schuldner in der Gefahr, dass ihm sein Konto gepfändet wird und dass er dann eine Sperre hatte und über sein Geld nicht verfügen kann. Jetzt ist es so, dass er, wenn er eine Gefahr sieht, sein Konto in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln kann. Dann werden automatisch alle Einkünfte bis 985 Euro geschützt. Hat er darüber hinaus Unterhaltsverpflichtungen, sprich er ist verheiratet, hat Kinder, dann kann er einen höheren Betrag schützen lassen. Hierfür braucht er eine Bescheinigung von einer Schuldnerberatungsstelle. Was beispielsweise auch gefragt wird, ist, ob man sich während der Insolvenz selbstständig machen kann. Während der Insolvenz ist es durchaus möglich, sich selbstständig zu machen. Es ist auch vielleicht möglich, selbstständig zu bleiben. Der Insolvenzverwalter entscheidet dann, dass diese Selbstständigkeit freigestellt wird. Das heißt, sie arbeiten ganz frei, ohne dass der Insolvenzverwalter eingreift. Und von dem Gewinn geben sie etwas ab. Wie sieht es aus mit dem Haushaltsgeld? Das ist beispielsweise auch so eine Frage. Kriegt man alles zugeteilt vom Insolvenzverwalter oder wie läuft das ganze Verfahren dann einfach ab? Über Ihre Einkünfte, sprich das, was nach Pfändung übrig bleibt, können Sie vollkommen frei verfügen. Ob Sie damit schon ein wenig sich ansparen möchten, ob Sie gegebenenfalls auch einen Urlaub planen, Sie haben es zur freien Verfügung. Es sagt Ihnen keiner, wie Sie Ihr Geld auszugeben haben. Immer wieder Thema ist natürlich auch die Frage bei Eheleuten, muss der Partner mit in die Insolvenz gehen oder reicht es, wenn einer Insolvenz anmeldet? Wie ist das Zusammenspiel der beiden in der Insolvenz? Wenn Ihr Ehepartner überhaupt gar keine Schulden hat oder aber seine Schulden bedienen kann, es ist überhaupt gar keine Pflicht, dass er in eine Insolvenz geht. Sein Vermögen wird in der Insolvenz geschützt, nicht eingezogen, wie viele vielleicht glauben. Es kommen auch oft Fragen, wie zum Beispiel, wenn eine Erbschaft ins Haus steht, weil leider jemand verstorben ist, ob diese Erbschaft mit in die Insolvenzmasse fließt. Wenn Sie in der Insolvenz etwas erben, dann ist das in aller Regel an den Insolvenzverwalter herauszugeben. Aber Sie entscheiden, ob Sie erben möchten. Ja, das ist Ihre Entscheidung und diese Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen. Es kann ja sein, dass Sie auch sagen, ich verzichte zugunsten meiner Geschwister. Warum nicht? Ein aktuelles Thema ist auch, dass viele Leute hier anrufen und fragen nach seriösen Schuldnerberatungsstellen, weil es ganz viele schwarze Schafe darunter gibt. Eine seriöse Beratungsstelle wird sich intensiv mit Ihrem Anliegen auseinandersetzen. Das heißt, es wird eine intensive Beratung gewährt, ja, die durchaus auch Geld kosten kann. Denn der Staat ist nicht immer in der Lage, auch die Schuldnerberatungsstellen bis so insgesamt zu fördern. Eine Schuldnerberatungsstelle sollte in aller Regel staatlich zugelassen sein. Und diese staatliche Zulassung kann man dann gegebenenfalls auch vorlegen, also vorweisen. Erst gestern war jemand da und hat gefragt, ob sein Haus versteigert wird, wenn er in der Insolvenz ist. Wenn Sie in die Insolvenz gehen, ist es nicht zwingend notwendig, ein Haus zu versteigern. Wenn Sie ein Eigentum haben, dann ist es sehr wahrscheinlich ja auch belastet, sonst würden Sie ja nicht zu mir in die Schuldnerberatung kommen. Ja? Und diese Belastung ist meistens so hoch wie der Wert und deswegen bleibt es Ihnen in der Insolvenz auch durchaus erhalten. Es muss gar nicht versteigert werden, wenn Sie den Zinsdienst bringen können, den Kapitaldienst bringen können, dann können Sie das Haus behalten. Oft werden auch Fragen bezüglich des Autos gestellt. Was passiert mit meinem Auto? Wie komme ich zu meiner Arbeitsstelle, wenn das Auto verpfändet wird?
ein Fahrzeug, das notwendig ist, um den Arbeitsplatz zu erreichen, muss nicht abgegeben werden. Zudem ist es zu klären, ob das Fahrzeug nicht für, überhaupt verwertbar ist. Kommt darauf an, also wenn Sie ein hochwertiges Fahrzeug haben, dann wird es wahrscheinlich getauscht mit einem minderwertigen, aber ein Auto dürfen Sie durchaus behalten. Es kommt sehr oft die Frage, ob man in den Urlaub fahren darf oder nicht und ob man sich überhaupt nichts mehr leisten darf, wie zum Beispiel mal ein paar neue Schuhe oder eine neue Handtasche. Sie können von dem, was Ihnen übrig bleibt, von dem, was Sie sich vielleicht auch während eines Insolvenzverfahrens ansparen, durchaus auch Anschaffungen machen. Sie können sich ein neues Auto anschaffen, wenn Sie möchten. Sie können sich einen Urlaub leisten, wenn es möglich ist. Aber es ist ja ganz klar, Sie haben ja nur knappe Mittel. Wie Sie die verplanen, das ist dann letztendlich Ihre Angelegenheit. Viele Kunden machen sich auch Gedanken über den weiteren Verfahrensablauf. Wird es eine Gerichtsverhandlung geben, die dann öffentlich ist? Oder wie läuft das ganze Verfahren eigentlich ab? Also so à la königlich-bayerisches Amtsgericht und so weiter, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Solche Gerichtsverhandlungen gibt es beim Insolvenzverfahren nicht. Die meisten Insolvenzverfahren werden schriftlich durchgeführt. Das heißt, hier werden eigentlich nur Schriftstücke hin und her geschickt. Und damit hat es sich schon erledigt. Es wird also keine Verhandlungen geben, warum haben Sie Schulden gemacht und bei dieser Person noch oder jener Person, solche Fantasien werden da nicht erfüllt, keine Sorge. Eine Frage ist beispielsweise auch, ob man verfrüht aus der Insolvenz austreten kann, ob man das Verfahren vorzeitig beenden kann. Es besteht die Möglichkeit, schon vorher eine Insolvenz zu beenden, wenn man sich mit seinen Gläubigern vergleicht. Das heißt, alle Gläubiger müssen zustimmen, dass es Sinn macht, das Insolvenzverfahren vorher zu beenden. Kann durchaus sein, also schon nach einem Jahr oder zwei Jahren ein Insolvenzverfahren zu beenden und somit nicht 6 Jahre warten zu müssen.